Liebe Freundinnen, liebe Freunde, Ludwig Feuerbach oder die Sache mit Gott. Zwei kleine Vorbemerkungen. Einmal möchte ich euch um Geduld bitten, mich auf meinem nicht ganz einfachen Gedankenweg zu begleiten. Es geht hier mit Hegel zu sprechen um die Arbeit mit dem Begriff. Und zum Zweiten ist mir wichtig, gerade bei diesem Vortrag über Ludwig Feuerbach, den großen Religionskritiker des 19. Jahrhunderts, dass Sie die kritischen Gedanken und Infragestellungen mit Toleranz aufnehmen können. Ich habe mich außerordentlich bemüht, bei der Vorbereitung sehr achtsame und sorgsame Formulierungen zu wählen, um keine Gefühle zu verletzen. Nichts liegt mir näher, als einen gläubigen Menschen hier zu verletzen. Ich denke, Feuerbach ist eine Nichts liegt mir ferner. Dankeschön. Das war Hilfe aus dem Publikum. Nichts liegt mir ferner, als religiöse Gefühle zu verletzen. Aber Feuerbach ist eine Provokation. Ich denke, er ist eine Provokation für Gläubige wie für Ungläubige. Ich möchte es gern in drei Gedankenschritten entwickeln. Einmal die politische Situation, die Junghegelianer und der Vormärz. Zum Zweiten das Wesen des Christentums, seine Hauptschrift von 1840. Und zum dritten Punkt Feuerbach und die Folgen, die Provokation Feuerbach. Feuerbach, der gelebt hat von 1804 bis 1872, also sein Leben umspannt die Zeit vom Deutschen Bund noch unter den napoleonischen oder antinapoleonischen Befreiungskriegen bis hin zur Gründung des Deutschen Reiches und zur Gründung der Deutschen Sozialdemokratischen Arbeiterpartei. Nun, mit Feuerbach sich zu beschäftigen, heißt sich mit der Frage nach Gott zu beschäftigen und deswegen ein Vorspiel. Ihr erinnert euch in Martens Garten, da ist es, als sich Gretchen ihr Herz fasst und sie fragt ihren Heinrich Goethes Faust: Nun sag mir, wie hast du's mit der Religion? Du bist ein herzlich guter Mann, allein ich glaub, du hältst nicht viel davon. Und es entwickelt sich ein Gespräch, in dem Gretchen sehr bange wird und Faust wird immer philosophischer und philosophischer und die Religion wird immer dünner und dünner. Goethe selbst hat zur Religion ambivalente, wechselnde Einstellungen gehabt. Er hat sehr scharf getrennt zwischen Religion und der Gottesvorstellung, der inneren Religiosität. Er war ein geistiger Schüler Spinozas. Er hat zur Amtskirche eine kritische Beziehung gehabt. Er sagt einmal im Egmont: Die Religion, sagt man, sei nur ein prächtiger Teppich, hinter dem man jeden gefährlichen Anschlag nur desto leichter ausdenkt. Das Volk liegt auf den Knien, betet die heiligen gewirkten Zeichen an und hinten lauscht der Vogelsteller, der sie berücken will. Oder einmal der alte Goethe in den Wanderjahren sagt etwas ganz anderes über Religion: So bleibt die eigentliche Religion ein inneres, ja ein individuelles, denn sie hat ganz allein mit dem Gewissen zu tun. Dieses soll erregt, soll beschwichtigt werden. Also eine sehr luthersche Auffassung. Wenige Tage vor dem Vortrag habe ich einen wundervollen, klugen Brief bekommen von einer GGB-Frau, mit der ich im Briefwechsel stehe. Ich will sie hier mal bei ihrem Vornamen nehmen, die Hertha. Und sie hat einen Brief geschrieben, der, ich denke, so aus dem Herzen gesprochen ist. Und wir hätten ihn vermutlich jeder von uns ähnlich auch schreiben können, nämlich ihre Erfahrung mit der Religion. Sie schreibt: Für die nächste Tagung haben Sie sich ein schwieriges Thema vorgenommen. Schwierig, wenn ich mir so die Todesanzeigen in der Zeitung anschaue. Der Begriff Gott, Anführung, Abführung, bedarf der Klärung. Und dann schreibt sie: Die Aborigines oder Aborigines sind Pantheisten. Die Griechen und Indianer waren es auch. Sie waren entsetzt, als die Siedler mit dem Pflug, Zitat, den Leib der Mutter Erde, Zitat Ende, auffressen. Griechen wiederum beseelten Quellen und Bäume. Die Aborigines haben ihre Traumpfade. Die Griechen gingen dann dazu über, die aus dem Kosmos wirkenden Mächte zu personifizieren. Und der psychologische Scharfsinn, den sie dabei bewiesen, ist bis auf den heutigen Tag zu bewundern. Dann schreibt sie: Als uns das Alte Testament bekannt wurde, als mir, war ich begeistert vor dem großartigen Geschehen der Schöpfungsgeschichte. Dann kam die Geschichte von Kain und Abel. Das war im zweiten Schuljahr, als ich also etwa 8 Jahre alt war. Daran missfiel mir die Ungerechtigkeit Gottes. Wieso, dachte ich, er hat es doch wohl erarbeitet. Als dann die Geschichte von Abraham kam, der auf Gottes Geheiß seinen Sohn Isaak opfern sollte, hatte ich von der biblischen Geschichte genug.
Da fand ich ja mein neues Lesebuch viel interessanter. Damit setzte ich mich vom Beginn der Religionsstunde unter den Tisch. Der Lehrerin fiel dann auf, dass die Kinder, die hinter mir saßen, immerfort zu mir hinsahen. Eins petzte dann auch. Und so kam Frau Streihahn, um zu schauen. Verblüfft und ratlos schaute sie zu mir herab und ließ mich aufstehen. Sicherheitshalber gab sie mir eine Ohrfeige. Und fernerhin hatte ich also am Religionsunterricht teilzunehmen. Und dann schreibt sie, über die Geschichte von Kain und Abel haben aber schon viele Geister nachgedacht, unter anderem Hermann Hesse. Ein philosophischer Landwirt aus England, Edward Heinz, deutete sie als Gleichnis dafür, dass es Ackerbauvölker und Hirtenvölker gibt. Feindschaft ist zwischen ihnen bis auf den heutigen Tag. Möglicherweise hat Kain den Abel erschlagen, weil er seine Hammelherde nicht hinderte, seine Anpflanzungen zu fressen. Hirtenvölker brauchen immer Weidegründe. Und das Alte Testament ist voll von Kämpfen darum. Deswegen komme ich mit Gott in Anführungszeichen nicht klar. Weiter. Später fand ich dann im Neuen Testament in Jesus die heilende Idealgestalt, die meiner Art entsprach. Die Juden aber sahen in ihm lieber den Befreier von der römischen Besatzung und gaben ihn preis. Es gibt tatsächlich gläubige Katholiken, die die Juden als Mörder Christi hassen. Und sie endet, ich glaube nicht an diesen Gott, in dessen Namen man Heilige in Anführungszeichen Kriege führen und Untaten begehen kann. Die Inquisition, die Kreuzzüge. Das heutige Christentum hat keine Ehrfurcht mehr vor der Schöpfung. Es ist anthropozentrisch. Es gibt göttliche Mächte. Rudolf Barrow, der kürzlich verstarb, ein sehr kenntnisreicher Mann, hat sich damit beschäftigt. Wie viel Zweifel, wie viel Fragen, nichts ist hier dogmatisch verhärtet. Ich denke, so geht es wohl den meisten von uns. Gibt es Gott und wenn es ihn gibt, wo gibt es ihn? Hat ihn die moderne Astronomie in Wohnungsnot gebracht? Seit Jahrtausenden stellt die Menschheit die Fragen nach Gott und seit Jahrtausenden ist die Frage letztlich und bündig und wissenschaftlich in Anführungszeichen nicht beantwortet. Die Theologie behauptet es, aber sie kommt immer wieder in Schwierigkeiten der Beweisnot. Sie hat es auch nicht leicht, besonders die christliche Theologie. Ihr Hauptwerk ist ein mehrteiliges, zwischen dem 5. und 2. Jahrhundert vor unserer Zeitrechnung entstandenes Werk. Das Alte Testament mit einer Fülle von Redakteuren, deren Namen wir nicht kennen. Und bevor die Frage nach dem Kosmos überhaupt präzis gestellt werden konnte, hat das Alte Testament die Fragen bereits vorweggenommen. Sie hat es einfach sämtlich beantwortet. Heinz Zarnt hat einmal gesagt in seinem Standardwerk Die Sache mit Gott 1966, da hat er gesagt, die Bibel redet in härtester und massivster Gegenständlichkeit, Zitat Ende, von Gott. Ausgesprochen konkret schreibt sie Gottes Zuständigkeitsbereiche, die Erklärung für Tag und Nacht, für Blitz und Donner, für die Entstehung der Kontinente, der Erde, des Menschen. Nun, was ist passiert? Die Naturwissenschaft hat diesem solcher Art prädizierten Gott sozusagen das Heft aus der Hand genommen. Tag und Nacht dreht die Erde selbst herbei. Blitze sind 10.000 Ampere starke Funkentladungen zwischen verschieden geladenen Wolken. Das wissen wir heute. Die Kontinente sind ein Resultat von Plattentektonik und Verwitterung. Am meisten aber hat dieser engen dogmatischen kirchlichen Auffassung von Gott und seinem Werk, die dogmatische Theodizee, am schärfsten hat ihr die Evolutionslehre von Charles Darwin zugesetzt. Charles Darwin sprach nicht von der Erschaffung des Menschen, sondern von der Entstehung des Menschen aus den Hominiden, aus der Affenart. Ganz abgeschaffen sozusagen wurde dieser dogmatische Gott nach der langen Geschichte der Aufklärung, wir haben das bei Voltaire etwa gesehen, im 19. Jahrhundert. Gott erwies sich als eine, ich zitiere, ist nicht von mir, als eine unnötige Hypothese, so nannte es der berühmte französische Physiker Pierre de Laplace. Eine unnötige Hypothese, wir brauchen ihn nicht für unser monokausales Erklärungsschema der Welt. Aber auch die Theologie selbst, die ja immer stärker sich eine wissenschaftliche Denkungs- und Argumentationsweise aneignete, vor allen Dingen in ihrer historisch-kritischen Forschung der Bibel, denken Sie an Albert Schweitzers Leben Jesu Buch, aber auch die Theologie nahm Gott je länger
und ihr Lieber immer flüchtiger war. Ihre Aussagen über Gott wurden immer problematischer. Gottes Beweise in der Philosophie, wie sie auftauchen von Augustinus, Thomas von Aquin bis hin zu Kant und zu Hegel, die konnten auf die Dauer nicht überzeugen. Sie wurden immer brüchiger. Und auch das Problem, Gott sozusagen wissenschaftskompatibel zu machen, ihn irgendwo in der Wissenschaft anzusiedeln, in der Naturwissenschaft, das demontierte das Gottesbild und das verwässerte ihn bis zur Unkenntlichkeit. Wenn wir Gott in der Antimaterie festzumachen versuchen, wer kann sich darin dann noch was vorstellen? Das ist dann irgendwo angesiedelt bei den schwarzen Löchern, bei den Quasaren. Das sind verwegene, spekulative Konstrukte. Letztlich blieb theologisch gesehen nur das übrig, was Küng in seinem Buch Existiert Gott? Fragezeichen so beschreibt. Gott ist in Raum und Zeit nicht vorfindbar. Das heißt nicht von Küng, Gott gibt es nicht, aber er ist in Raum und Zeit nicht vorfindbar. Kant hat, wie wir gesehen haben in meinem Kant-Vortrag, hat postuliert, dass Gott weder bewiesen, aber auch nicht widerlegt werden kann. Kant kam zu dem Schluss, lasst uns Gott als eine regulative Idee annehmen, lasst uns verfahren, als ob es einen Gott gäbe und daraus auch unser Leben entwickeln. Aber hier wird es schon sehr blass, es wird ein Philosophengott. Kant hat damit praktisch zu verstehen gegeben, Gottes Dasein kann nicht theoretisch gewusst, sondern es muss geglaubt werden. Es ist ein vollkommener Wechsel sozusagen der Beweisebene. Und ein Weltmeister sozusagen der philosophischen Unverbindlichkeit und der philosophischen Abstraktion wurde Hegel. Hegel bezeichnet Gott als das Absolute oder den absoluten Geist oder den Weltgeist. Er nennt ihn das alldurchdringende Unendliche im Endlichen oder er nennt ihn das Diesseitig-Jenseitige oder die Transzendenz in der Immanenz. Mit solchen Begriffen werden wir natürlich nicht mehr warm. Da halten wir kalte Begriffe in den Händen. Darunter können wir uns als Laie nicht mehr etwas vorstellen. Es gibt, so viel sagt uns die Philosophie von Sokrates bis Sartre, keine objektiven Gottesbeweise. Wir können Gott nicht beweisen wie einen Baum, wie ein Stück Materie. Es gibt keinen objektiven Gottesbeweis, sagt Ingolf Dalfort, Theologieprofessor an der Universität Zürich. Es gibt keinen objektiven Gottesbeweis, da die Prämissen, also die Voraussetzungen, aus Erfahrungszusammenhängen stammen. Alle Gottesbeweise, sagt der Theologe aus Zürich, alle Gottesbeweise sind Formalisierungen, sind Ausformungen von vorgängigen Überzeugungen. Erst ist sozusagen der Kinderglaube dann und dann rationalisieren wir es wissenschaftlich. Das heißt, auch die moderne Theologie spricht von der Existenzweise Gottes nur noch in einem übertragenen Sinn. Dietrich Bonhoeffer, der große von den Nazis ermordete protestantische Theologe, hat einmal gesagt, einen Paradox formuliert, einen Gott, den es gibt, gibt es nicht. Und Küng sagt, Gott ist nicht vorfindlich, er ist nicht feststellbar, er ist nicht erkennbar. Friedrich Dürrenmatt hat darauf sicher nicht sehr gerecht, aber schneidend scharf, wie es seiner intellektuellen Art entsprach, in seinem schönen Reflexionsband Turmbau, hat er gesagt, in der Theologie vollzieht der Glaube Selbstmord. Also er hat das Problem angesprochen, ob es nicht eine Paradoxie ist, aus Gott eine Wissenschaft zu machen, aus einem Glaubensinhalt naturwissenschaftliche Beschäftigung zu machen. Mit anderen Worten, Vorspiel zu Gott, es bleibt eine schwierige Sache, eine existenzielle Sache und sie scheint jedem Menschen individuell aufgegeben zu sein. Heinrich Böll sagt einmal in seinen Ansichten eines Clowns etwas humoristisch, da sagt er, ein Dialog, Katholiken machen mich nervös, sagte ich, weil sie unfair sind. Und Protestanten, fragte er lachend, die machen mich krank mit ihrem Gewissensgefummel. Und Atheisten, er lachte noch immer, die langweilen mich, weil sie immer nur von Gott sprechen. So kompliziert ist es. Nun, Ludwig Feuerbach und der Vormärz. Was heißt der Vormärz?
Sie erinnern sich, wir haben uns bei Hegel verabschiedet. Hegel, der 1831 gestorben ist, die Zeit des Deutschen Bundes. Die Französische Revolution von 1789 liegt Jahrzehnte zurück. 1830 gibt es in Frankreich nochmal die Juli-Revolution. In Deutschland gibt es einzelne Erhebungen. Es ist die Zeit der Heiligen Allianz, der Metternichschen Reaktion. Der Deutsche Bund wird von Reaktionären, in der Mehrheit reaktionären Fürsten beherrscht. Es gibt in deutschen Landen keine Demokratie, aber in diesem zersplitterten Deutschland mit seinen vielen Stadtstaaten und Kleinstaaten rumort es. Es gärt es am stärksten, gärt es unter der Intelligenz, unter den Studenten, und die Karlsbader Beschlüsse sind so das, was die Berufsverbote nach 1968 waren, die Berufsverbote gegen Linke. Da werden die kritischen Burschenschaften, die ein einheitliches Deutschland fordern, die eine deutsche Republik fordern, die werden verfolgt von den Universitäten, relegiert, und das Spitzelwesen, die Geheimpolizei, sozusagen der Verfassungsschutz, ist massiv ausgebreitet. Deutschland liegt politisch in einem Dämmerschlaf, aber politisch gärt es. Hegel war 1831 gestorben. Die philosophische Revolution war sozusagen mit ihm vollendet. Hegel hat ihren großen Kreis geschlossen, schreibt Heinrich Heine einmal. In Hegels Philosophie, erinnert euch, da war ja der ganze Umkreis von Natur, Staat, Wirtschaft, Recht, Religion, Geschichte, Kunst, Denken, Theologie war geschlossen worden. Die Welt war sozusagen auf ihren Begriff gebracht worden unter dem Dreigestirn von Freiheit, Vernunft und Fortschritt. Und Hegel hatte die Welt gedeutet als eine Emanation, als eine Selbstverwirklichung des Weltgeistes, der sich in der Natur, der sich in den Menschen, in den Staaten, in den Institutionen der Menschen manifestiert und dabei immer mehr vom dumpfen Unbewussten zum höchsten Bewusstsein schreitet. Nun waren das Gedanken im Unterschied zu den Taten der Franzosen. Heine schreibt: Die deutsche Philosophie ist eine wichtige, das ganze Menschengeschlecht betreffende Angelegenheit. Mich dünkt, ein methodisches Volk wie wir Deutschen musste mit der Reformation beginnen, konnte erst hierauf sich mit der Philosophie beschäftigen und durfte nur nach deren Vollendung zur politischen Revolution übergehen. Der Gedanke geht der Tat voraus wie der Blitz dem Donner. Unerhörte Formulierung. Und in der Tat, die Zeit von 1830, also den Sommererhebungen in Deutschland, die sofort wieder niedergeschlagen wurden, und dem März 1848, wo die große deutsche Revolution ausbrach, wir feiern sie ja im Augenblick ganz stark, vor allem im Südwesten unseres Landes, und wo zum Teil Könige erstmal den Thron räumen mussten, wo Barrikaden errichtet wurden in Berlin, in Wien, in Frankfurt, wo die deutsche Republik ausgerufen wurde in Konstanz, wo der Hackerzug begann. Dieser Vormärz, im Geiste dieses Vormärz, bereitet sich die politische, weltanschauliche und philosophische Umorientierung vor, wieder den deutschen Feudalabsolutismus, wieder den Adel und wieder das Bündnis von Thron und Altar. Denn wenn die religiöse, die amtskirchliche Bevormundung gebrochen wurde in Deutschland, war Platz für republikanische Geistesfreiheit. Und von dort her ist es interessant, womit die nach Hegels Tod war eine breite Schule von Hegel-Schülern, der war der Philosoph sozusagen der Moderne damals, woran sich der Konflikt zuerst entzündete. Es war David Friedrich Strauss, ein kritischer Tübinger Theologe, der 1835 ein weltberühmtes Buch geschrieben hat, das eigentlich fast jeder Theologe kennt, wenn er gebildet ist, nämlich 1835 Das Leben Jesu. Und zum ersten Mal sagt er als deutscher Theologe, Lessing hatte schon angedeutet, aber sagt, und er belegte in seinem umfangreichen bibelkritischen Werk, dass die Berichte über das Leben der Person Jesu von Nazareth mythisch sind, dass sie weit nach seinem Tod geschrieben wurde, dass sie auch zum Teil in propagandistischer Absicht geschrieben wurde und dass wir sehr wenig über die reale historische Figur dieses Jesus von Nazareth wissen. Das, was dann Albert Schweitzer später auch in seinem großen Leben Jesu Buch nochmal festgehalten hat. Es ist uns heute nach den Ergebnissen der historisch-kritischen Bibelforschung und nach Denkern wie Karl Barth und Moltmann und Bultmann ist uns das heute, und Rahner, ist uns das heute viel selbstverständlicher geworden. Damals war das eine Revolution des Geistes, denn das war der Ansatz, auch
überhaupt über die Aussagen der Amtskirchen nachzudenken, ihr alleinigen Deutungsanspruch der Welt und des Geistes und der Menschenherkunft in Frage zu stellen und eine säkulare, nichtkirchliche Geisteskultur zu entwickeln und damit eben auch das Bündnis von Thron und Altar zu treffen. Die Hegel-Schule hat sich damals, die sozusagen das Erbe der klassischen deutschen Philosophie, Kant, Fichte, Schleiermacher, darstellt. Die Hegel-Schule hat sich in zwei Fraktionen gespalten. Das eine waren die Rechtshegelianer, die haben sozusagen das System von Hegel verwaltet, nicht die Dialektik, nicht die Methode, sondern das System. Und sie waren, wie soll ich mal sagen, liberale Konservative. Sie setzten auf die Errichtung einer konstitutionellen Monarchie. Was sie nicht wollten, war eine Republik. Sie wollten doch sehr vieles beim Alten behalten. Im Gegensatz dazu, und da nähern wir uns Feuerbach, waren die Links-Hegelianer. Sie waren Intellektuelle, meist Studenten und Doktoren aus den Bereichen Recht, Theologie, Philosophie. Sie waren auch in Berlin zentriert und im Doktorenclub beispielsweise. Dazu gehören etwa Denker wie der Theologe und Publizist Arnold Ruge, der Religionsgeschichter und Publizist Bruno Bauer. Dazu gehörten der Publizist und messianische Sozialist Moses Hess, ohne den die deutsche Arbeiterbewegung nicht denkbar wäre. Es gehörten zeitweilig aber auch dazu Karl Marx, Friedrich Engels und Ludwig Feuerbach. Auch der Anarchist Max Stirner, der Einzige und sein Eigentum, zählte zu diesem Kreis zunächst. Arnold Ruge hat das Programm der Links-Hegelianer, dieser philosophischen Richtung, so formuliert: Das Ende der theoretischen Befreiung ist die praktische. Jetzt geht es nicht mehr um das philosophische Räsonieren, sondern wir müssen praktisch werden. Das ist eigentlich das, was Karl Marx in seiner berühmten 16. Feuerbach-These gesagt hat. Die Philosophen haben die Welt nur verschieden interpretiert. Es kommt aber darauf an, sie zu verändern. Hier wird Philosophie, wenn man so will, aufgehoben als rein geistiger Konstrukt. Hier wird Philosophie politisches Fanal, Handlungsanweisung, Maxime für gesellschaftliche Veränderung. Philosophie der Tat. Friedrich Engels hat in einer Schrift von 1888 Ludwig Feuerbach und der Ausgang der klassischen deutschen Philosophie diesen Paradigmenwechsel, sozusagen dieses Sichtwechsel, diesen neuen Äon, dieses Praktischwerden der Philosophie wie folgt reflektiert. Er sagte, noch einmal bei Heine anknüpfend: Wie in Frankreich im 18., so leitete auch in Deutschland im 19. Jahrhundert die philosophische Revolution den politischen Zusammenbruch ein. Sie erinnern sich, erinnert euch, Voltaire hat die französische Feudalherrschaft, ihre Ungerechtigkeit und die absolutistische Kirche geistig demontiert und ohne Voltaire natürlich auch Denker wie Rousseau und Holbach und Lametrie und wie sie alle hießen, Diderot, wäre die französische Revolution nicht denkbar gewesen. Das war der Sprengsatz, das war die geistige Vorbereitung. Die Franzosen in offenem Kampf mit der ganzen offiziellen Wissenschaft, mit der Kirche, oft auch mit dem Staat. Ihre Schriften jenseits der Grenze, in Holland oder England gedruckt. Descartes, wir erinnern uns, hat in Holland gedruckt, in Holland im Exil gelebt. Und sie selbst oft genug drauf und dran in die Bastille zu wandern. Voltaire saß in der Bastille. Dagegen die Deutschen, Professoren, vom Staat eingesetzte Lehrer der Jugend, ihre Schriften, anerkannte Lehrbücher und das abschließende System der ganzen Entwicklung, das Hegelsche, sogar gewissermaßen zum Rang einer königlich-preußischen Staatsphilosophie erhoben. Und hinter diesen Professoren, hinter ihren pedantisch dunklen Worten, in ihren schwerfälligen, langweiligen Perioden, sollte sich die Revolution verstecken? Fragezeichen. Sie hat sich versteckt. Und Friedrich Engels, der ein sehr gebildeter Mann war, Millionär, Fabrikant und Marx ein Leben lang finanziert hat, wir werden im Herbsttagung auf Marx und Engels kommen, Engels präparierte die Bedeutung der hegelischen Logik des revolutionären methodischen Kerns von Hegels Philosophie heraus. Er sagte, darin aber lag gerade die wahre Bedeutung und der revolutionäre Charakter der hegelischen Philosophie, dass sie der Endgültigkeit aller Ergebnisse des menschlichen Denkens und Handelns ein für allemal den Garaus machte. Keine Dogmata, keine feststehende Erkenntnisse, alles fließt, alles was ist, wird durch eine nächste Auffassung wieder überwunden. Die Wahrheit, die es in der Philosophie zu erkennen galt, war bei Hegel nicht mehr eine Sammlung fertiger dogmatischer Sätze, die einmal gefunden, nur auswendig gelernt sein wollen.
Die Wahrheit lag in dem Prozess des Erkennens selbst. In der langen geschichtlichen Entwicklung der Wissenschaft, die von niederen zu immer höheren Stufen der Erkenntnis aufsteigt, ohne aber jemals durch Ausfindung einer sogenannten absoluten Wahrheit zu dem Punkt zu gelangen, wo sie nicht mehr weiter kann. Also ein unendlicher Progress, sozusagen wie Bert Brecht einmal gesagt hat, die Wissenschaft reißt uns immer wieder den Stuhl unter dem Hintern weg. Aber Engels war natürlich genügend Realist, um die Grenzen von Hegel zu sehen. Er sagte, was aber in der Tat hier zu sagen ist, ist dies. Diese Entwicklung findet sich in dieser Schärfe nicht bei Hegel. Sie ist eine notwendige Konsequenz seiner Methode, die er selbst aber in dieser Ausdrücklichkeit nicht gewagt hat. Und zwar aus dem einfachen Grund, weil er genötigt war, ein System zu machen. Und ein System der Philosophie muss nach den hergebrachten Anforderungen mit irgendeiner Art von absoluter Wahrheit abschließen. Punkt. Aber er sagt auch, der gleiche Feuerbach, man begreift, welche ungeheure Wirkung das Hegelsche System in der philosophisch gefärbten Atmosphäre Deutschlands hervorbringen musste. Es war ein Triumphzug, der Jahrzehnte dauerte und mit dem Tod Hegels keineswegs zur Ruhe kam. Im Gegenteil, gerade von 1830 bis 1840 beherrschte die Hegelei die politische Diskussion im theoretischen Deutschland. Praktisch waren im damaligen Deutschland vor allem zwei Dinge wichtig, die Religion und die Politik. Wer das Hauptgewicht auf das System Hegels legte, konnte auf beiden Gebieten ziemlich konservativ sein. Wer in der dialektischen Methode die Hauptsache sah, konnte religiös wie politisch zur äußersten Opposition gehören. Hegel selbst schien, trotz der ziemlich häufigen revolutionären Zornesausbrüche in seinen Werken, im Ganzen mehr zur konservativen Seite zu neigen. Also man sieht hier auch so die Widersprüchlichkeit im hegelischen Denken, die Widersprüchlichkeit in jedem philosophischen Denken. Philosophie ist die Zeit auf ihren Begriff gebracht. Und jede Zeit hat natürlich auch ihre Ungarheiten, ihr Transitorisches, ihr Übergängiges. Die Politik, sagt Engels, die Politik war aber damals ein sehr dorniges Gebiet und so wandte sich der Hauptkampf gegen die Religionen. Dies war ja namentlich seit 1840, Feuerbach, Wesen des Christentums, indirekt auch ein politischer Kampf. Den ersten Anstoß hatte Straußens Leben Jesu 1835 gegeben. Und natürlich, die Religion war die empfindlichste Stelle, das war die Sollbruchstelle. Wer dort angriff, hat Geistesfreiheit eingefordert und hat die Mündigkeit des Menschen beschworen. Und Engels fährt fort, da kam Feuerbachs Wesen des Christentums. Also dieses Buch. Mit einem Schlag zerstäubte es den Widerspruch, indem es den Materialismus ohne Umschweife wieder auf den Thron erhob. Sie erinnern sich, Kant, Fichte, Schleiermacher, Hegel, erinnert euch, es waren idealistische Denker, die vom Geist ausgegangen sind. Die Natur existiert unabhängig von aller Philosophie. Sie ist die Grundlage, auf der wir Menschen, selbst Naturprodukte, erwachsen sind. Außer der Natur und dem Menschen existiert nichts. Und die höheren Wesen, die unsere religiöse Fantasie erschuf, sind nur die fantastischen Rückspiegelungen unseres eigenen Wesens. Der Bann war gebrochen, das System war gesprengt und beiseite geworfen. Der Widerspruch war aufgelöst. Man muss die befreiende Wirkung dieses Buchs selbst erlebt haben, um sich eine Vorstellung davon zu machen. Die Begeisterung war allgemein. Wir waren alle momentan Feuerbachianer. Nun, zweiter Punkt, das Wesen des Christentums. Feuerbach war ohne Zweifel, wenn wir von Marx und Engels absehen, der wichtigste aus dem Kreis der Links-Hegelianer. Und auch sein Werk ist heute noch lesenswert, auch in seiner ungeheuerlichen Wärme und Menschlichkeit. Die progressive Intelligenz der 40er und 50er Jahre des vorigen Jahrhunderts waren durch Feuerbachs religionskritische und anthropologischen Gedanken geprägt. Feuerbach durchlief Krisen. Er war der Sohn des berühmten Strafrechtlers Feuerbach. Er war der Bruder des Malers Anselm von Feuerbach, eine ganz erlauchte und bedeutende deutsche Familie. Er ging zum Studium nach Heidelberg. Er musste Theologie studieren. Es war eine starke, doch ein Druck und Erwartung des Vaters. Und er geriet in eine Krise mit dem Theologiestudium im Jahr 1825. Und da schrieb er seinem Vater, den er sehr liebte, schrieb er: Palästina ist mir zu eng. Ich muss
Ich muss in die weite Welt. Und diese trägt bloß der Philosoph auf seinen Schultern. Also Palästina, sozusagen die Beschäftigung mit dem Alten und Neuen Testament ist mir zu eng. Ich muss in die weite Welt und diese trägt bloß der Philosoph auf seinen Schultern. Der Vater, schrieb er, solle sich mit ihm des wohltuenden Gefühls erfreuen, ich zitiere, den Händen der schmutzigen Pfaffen entronnen zu sein und Geister wie Aristoteles, Spinoza, Kant und Hegel zu Freunden zu haben. Ludwig Feuerbach war ein Dickkopf, war ein herrlich sturer Schädel. Er hat sich durchgesetzt gegen seinen Vater. Er durfte nach Berlin und er durfte dort auch Philosophie studieren, unter anderem auch Theologie, hat er noch etwas weitergemacht bei Schleiermacher. Und er hörte begeistert dem Lehrmeister Hegel zu, 2 Jahre lang. Dann aber bekam die Krise 1827. Die Scholastik des alten Hegels befriedigte ihn nicht mehr, der in seinem System auch erstarrt war. Und er warf Hegel vor, das Christentum einfach auf einen rationalistischen, theoretischen Leisten zu schlagen, anstatt es zu kritisieren. Feuerbach schrieb, die ganze spekulative Theologie, in der christliche und moderne Elemente zu einer Wurstmasse zusammengerührt werden, in der die orthodoxe Kirchenlehre das Fleisch, die Schleiermachsche Theologie den Speck und die Hegelsche Philosophie das Gewürz abgibt, das stößt mich ab. Ich bin hungrig nach Realien. Soweit Feuerbach. Und er befasste sich mit Philosophie nach seinem Studium. 1839 setzte er sich mit Hegel auseinander zur Kritik der hegelischen Rechtsphilosophie und 1840 legt er sein Hauptwerk vor, das das Jahrhundert erschüttert hat und das bis heute die moderne Theologie geprägt hat, das Wesen des Christentums. Das Wesen des Christentums wäre auf einen Satz zu bringen, auf den Satz, der Mensch schuf Gott nach seinem Bilde, nach dem Bilde des Menschen. Der Grundgedanke von Feuerbachs Philosophie und Religionskritik ist ebenso einfach wie nachhallend, gegen die idealistische Philosophie gerichtet. Er sagt, in der Theologie wie in der Philosophie bisher wurde immer das Erste zum Zweiten gemacht. Das Erste, die Natur, der Mensch, der Körper, die Materie, wurde zum Zweiten zum Abgeleiteten gemacht. Und das Zweite, der Geist, der nur ein Instrument der Evolution ist, wurde zum Ersten gemacht. Der Mensch wurde einseitig aus dem Geist her bestimmt. Er sagt, das Erste ist der konkrete Mensch und die Natur. Und erst das Zweite ist Gott, in Anführungszeichen, beziehungsweise das Denken und die Spekulation. Und er sagt, das Geheimnis der Theologie ist die Anthropologie. Logos Anthropou, die Wissenschaft vom Menschen. Er sagt, die Theologie spricht nicht von Gott, sondern wenn man sie wirklich betrachtet, ist sie eine Selbstaussage über den Menschen seiner Zeit. Er sagt, das Geheimnis der Gotteslehre ist die Lehre vom Menschen. Hinter Gott steckt der Mensch. Das Bewusstsein Gottes, wörtlich Feuerbach, ist das Selbstbewusstsein des Menschen. Die Erkenntnis Gottes, die Selbsterkenntnis des Menschen. Die Religion, alles wörtliche Zitate, ist das Verhalten des Menschen zu sich selbst oder richtiger zu seinem Wesen. Aber das Verhalten zu seinem Wesen als zu einem anderen Wesen, einem nicht erkannten. Das göttliche Wesen ist nichts anderes als das menschliche Wesen oder besser gesagt, das Wesen des Menschen, gereinigt, befreit von den Schranken des individuellen Menschen, verobjektiviert, angeschaut und verehrt als ein anderes, unterschiedliches, von ihm abgesondertes Wesen. Alle Bestimmungen des göttlichen Wesens sind darum menschliche Bestimmungen. Der Mensch projiziert seine humanen Eigenschaften, projiziert er an den Himmel. Aus den eigenen unvollkommenen Eigenschaften macht er die göttlichen Eigenschaften. Ich bin als Mensch wenig lieb, der Mensch ist die absolute Liebe. Ich bin als Mensch oft ungerecht, der Gott ist die absolute Gerechtigkeit. Ich bin als Mensch unwissend, Gott ist das Wissen schlechthin. Und mit diesen Bestimmungen, die nach Feuerbach letztlich menschliche sind, sind die klassischen Attribute Gottes gemeint. Allwissenheit, das wäre die intellektuelle Ebene. Vollkommenheit, das wäre die moralische Ebene. Die Liebe, das wäre die emotionale Ebene. Der Gott der Theologen, sagt Feuerbach, hat ganz menschliche Eigenschaften, nur jeweils ins Absolute gerückt. Und
Feuerbach fragt, warum überträgt der Mensch, oder psychoanalytisch gesprochen, warum projiziert der Mensch seine eigenen Wünsche und Sehnsüchte auf einen Gott? Er sagt, weil der Mensch unvollkommen ist, weil er sich und sein Wesen nicht hat, weil er von sich selbst entfremdet ist. Religion ist Ausdruck von Entfremdung. Sie ist die Antwort auf die Entfremdung. Sie ist eine Spiegelung der Entfremdung. Wir haben diesen Ausdruck ja am Wochenende gehabt. Der Mensch ist von sich selbst entfremdet. Wir sind beispielsweise sehr von uns entfremdet als naturale Wesen. Wir sind mit dieser Natur nicht mehr im Einklang. Wir versiegeln alles. Wir betonieren alles. Wir ruinieren die Energien. Wir beuten diesen Erdball aus, dass er wirklich aussieht wie ein Apfelputzen. Das ist ein Stück Entfremdung. Wir können manchmal ein ganzes Jahr nur in Schuhen laufen und sie nicht eine Stunde des Jahres barfuß gelaufen. Oder wir können entfremdet sein, darauf haben Marx und Engels hingewiesen, in der Arbeit, dass wir in Produktionsweisen arbeiten, nur noch für den Profit, im Zweifelsfall für einen fremden Profit und nur noch getrieben werden in einer sinnlosen Arbeit. Denken wir in dem Film von Dr. Alt, die in der Schlachterei, es hat einem ja gegraust, diese Arbeit zu machen müssen. Das ist doch die Entfremdung des Menschen. Marx und Engels haben diesen Begriff radikalisiert und ist auch heute noch ein wichtiger Begriff geworden. Auch in der Psychotherapie, wo es ja darum geht, unsere aktuelle Entfremdung rückgängig zu machen, unsere neurotische Wahrnehmungs- und Handlungsverzerrung aufzulösen, von der Entfremdung zum Selbst, zum Ich zu kommen, uns selbst anzueignen. Das Geheimnis der Religion ist Anthropologie. Feuerbach hat immer wieder gesagt, ich bin nicht einfach ein simpler Atheist, der sich zufrieden gibt mit dem Satz, es gibt keinen Gott. Mich beschäftigen die Konsequenzen daraus, dass der Mensch selbst göttlich werden kann, dass er göttliche Qualitäten in sich und in der Gemeinschaft entwickelt. Feuerbach bedeutet einen radikalen Bruch in der Weltphilosophie. Ihr erinnert euch, bei Descartes haben wir erlebt eine ganz kognitive, auf die rationalen Fähigkeiten des Menschen beschränkte und reduzierte Philosophie. Cogito ergo sum. Ich denke, also bin ich. Eigentlich müsste sie auch heißen sensio ergo sum. Ich fühle, also bin ich. Wenn wir nur den Satz haben, cogito ergo sum, ich denke, also bin ich, dann tun wir gut daran, einen sogenannten Hirntoten zu töten. Denn das ist genau die Verlängerung. Wenn wir den Menschen nur auf die kognitiven Fähigkeiten, dann können wir natürlich auch solche schrecklichen Dinge anstellen wie der Peter Singer und sagen, sollten wir nicht schon behinderte Kinder im Mutterleib abtreiben, wenn wir merken, sie sind behindert. Ein Mongoloider ist doch kein richtiger Mensch. Wenn wir alles auf das Kognitive reduzieren. Das ist eine sehr gefährliche, einseitige, auch einseitig scientifische Entwicklung, die seit Descartes um sich gegriffen hat und die der Verlust der Ganzheitlichkeit auch in der Medizin bedeutet. Descartes hat gesagt, Tiere sind Automaten. Ja, und weil sie Automaten sind, quälen wir sie, wie wir es im Vortrag gestern so beklemmend gehört haben. Diese Philosophie setzt an von unserer Körperlichkeit. Mensch und Tier sind eine Einheit und die Natur ist eine Einheit. Feuerbach sagt an einer Stelle, was dem Kohlweißling, also einem Schmetterling, mundet, mundet auch dem Mensch. Und wir und die Kreatur, wir erkennen und begreifen die Welt. Es ist nicht so ein ungeheuerlich tiefer Sprung, wir bewegen uns in der gleichen Welt. Und er sagt, es ist gefährlich, den Menschen nur von seinem Bewusstsein, von seinem Geist, nur den Homo sapiens, des Sapiens zu betonen. Wir müssen den Mensch in seiner Leiblichkeit wichtig nehmen, was übrigens für die Psychoanalyse ganz wichtig wurde. Ohne Feuerbach wäre Freud nicht zu denken. Den Mensch in seiner Leiblichkeit, in seiner Triebhaftigkeit, in seiner Sexualität. Wir müssen fühlen, wie hat Professor Hacketal immer so schön gesagt, hauti-hauti machen. Das ist eine Qualität. Und wenn wir die auch in der Philosophie verlieren, werden wir auch philosophisch unmenschlich. Wir versündigen uns gegen den Menschen. Er sagt, die neue Philosophie macht den Menschen mit Einschluss der Natur als der Basis des Menschen zum alleinigen und universalen und höchsten Gegenstand der Philosophie. Die Anthropologie also mit Einschluss der Natur zur Universalwissenschaft. Der Mensch wird zum höchsten Gegenstand der Philosophie. Wie viel Terror ist im Namen eines sogenannten Gottes errichtet worden, um sogenannter Höherideal, die Religionskriege, die Inquisition, die Kreuzzüge, was wird bis zum heutigen Tag noch gemacht, wenn wir an die Scharia denken, diese muslimische Art, noch die Hände abzuhacken und Ehebrecher zu steinigen und sogenannte Ungläubige zu verfolgen.
Der Mensch wird in den Mittelpunkt gerückt und seine Leiblichkeit. Wahrheit, Wirklichkeit und Sinnlichkeit sind identisch. Nur ein sinnliches Wesen, sagt Feuerbach, ist ein wahres, ein wirkliches Wesen. Nur die Sinnlichkeit, Wahrheit und Wirklichkeit. Nur durch die Sinne wird ein Gegenstand im wahren Sinne gegeben, nicht durch das Denken für sich selbst. So, Herr Feuerbach sagt an einer Stelle, die Sinne sind die geborenen Atheisten. Oder er sagt an einer anderen Stelle, sehr pointiert, sehr übertrieben, natürlich sagt er, der Mensch ist, was er ist. Der berühmte Satz, der stammt von Ludwig Feuerbach. Das ist sehr wichtig, weil Feuerbach hier eine Einseitigkeit der transzendentalen klassischen Philosophie von Kant bis Hegel wieder zurechtrückt. Er rückt der die Materialität des Menschen, die Körperlichkeit, die Sinnenhaftigkeit entgegen. Er rückt auch den Eros wieder in sein Recht. Mit ihm nebenbei gesagt auch bei Schopenhauer, bei Nietzsche. Hier gibt es eine ganz breite philosophische Richtung, die diesen Gedankengang aufgreift. Das ist außerordentlich wichtig. Ich weiß immer, bei meinem Doktorvater, der hat oft gesagt, wenn wir so verstiegene philosophische Systeme behandelt haben, hat er immer gesagt, lieber Herr Jung, mit Worten lässt sich trefflich fechten, mit Worten ein System errichten. Wir verlieren uns oft nur noch in große Worte. Hart im Raume stoßen sich die Sachen. Und es ist auch ein Humanum, dass ein Mensch satt ist, dass ein Mensch gekleidet wird und dass ein Mensch Liebe auf seiner Haut spüren darf. Das ist in Feuerbachs Religion der Liebe immer wieder präsent. Und das ist eine große Leistung dieses humanistischen Denkers. Und er hat es nicht verdient, wie ein toter Hund behandelt zu werden. Und er sagt noch einmal zur Religion, die Religion zieht die Kräfte, Eigenschaften, Wesensbestimmung des Menschen vom Menschen ab und vergöttert sie als selbstständige Wesen. Gleichgültig, ob sie nun wie im Polytheismus jedes Einzelne für sich zu einem Wesen macht oder wie im Monotheismus zu einem ausschließlichen Wesen. Er sagt, die Religion ist der Traum des menschlichen Geistes. Aber auch im Traum befinden wir uns nicht im Nichts oder im Himmel, sondern auf der Erde. Oder er sagt, Gott ist das offenbare Innere, das ausgesprochene Selbst des Menschen. Wobei sich allerdings, sagte der religiöse Mensch, nicht bewusst ist, dass sein Bewusstsein von Gott Selbstbewusstsein des eigenen Wesens ist. Und er sagt, dass im Bewusstsein der Religion nichts anderes ist, als was überhaupt im Bewusstsein des Menschen von sich und der Welt liegt. Und er sagt, der Mensch bezweckt Gott, aber dieser bezweckt das Heil des Menschen. Also bezweckt der Mensch nur sich selbst, nur sein Heil. Das ist mit großem Respekt gesagt und ich empfinde es immer wieder, wo immer ein Mensch religiös steht oder wo er esoterisch steht. Wir müssen aufhören, um Rechthaberei zu kämpfen. Mich beglückt es immer sehr, wenn ein Mensch mich einlädt, seinen geistigen Kosmos zu betreten. Und da ist es doch völlig abwegig zu sagen, also Reinkarnation gibt es nicht. Das finde ich ja ganz unwissenschaftlich, was du sagst, ja grotesk ist das. Sondern zu sagen, guck mal an, das ist deine psychische innere Wirklichkeit. Was verbindest du damit? Warum macht es dich glücklich? Wie konstelliert sich dein Leben durch diese religiöse Auffassung? Und was ist dir am Katholizismus so wichtig? Was ist dir am Protestantismus so wichtig? Warum bist du zum Buddhismus gegangen? Warum bist du Atheist? Warum bist du Agnostiker, der sagt, ich weiß weder A noch B? Da sind wir in einem Menschen drin und da können wir doch ein Stück von ihm mitnehmen. Ich denke, wir haben alle von uns gegenseitig was zu lernen. Da wird es wichtig. Und natürlich hat Feuerbach etwas zu tun und er tut das in einer liebevollen Weise. Er hat auch etwas zu tun mit unserer eigenen Auseinandersetzung mit unserem Kinderglauben. Ist doch eine lebenslange Auseinandersetzung. Wo stehen wir religiös, wo stehen wir philosophisch, wo stehen wir spirituell? Und so wie wir den Osterhasen eines Tages verlieren und das Christkind, so verlieren wir auch gewisse ganz starke infantile Religionsprojektionen und müssen andere Wirklichkeit gewinnen. Gott und Heilige, sagt Feuerbach, sind Projektionen des Menschen auf seine eigenen geschlossenen Weltwände. Alles Göttliche ist das, was der Mensch von sich selbst denkt und fühlt, glaubt und hofft. Und deswegen ist es auch so anrührend und deswegen ist es so kostbar und deswegen hat es Achtung verdient. Und er sagt in seinem großen Werk, hat sich endlos in vielen weiteren Werken mit Religion auseinandergesetzt, er sagt, so hat man nicht erst in der Moderne gedacht, schon in der Antike. Im 6. Jahrhundert vor Christus schrieb der Dichter und Philosoph Xenophanes, ich zitiere, die Äthiopier behaupten, dass ihre Götter schwarz sind und stumpfnasig. Die Thrakier, dass sie blauäugig und rothaarig sind. Aber wenn Ochsen und Pferde und Löwen Hände hätten und mit ihren Händen malen könnten und Werke hervorbringen wie die Menschen, so würden die Pferde die Gestalt der Götter, den Pferden, die Ochsen, den Ochsen ähnlich machen.
Also wir, denken Sie mal an die Afrikaner, die einen schwarzen Jesus auf ihren Bildern malen. Das ist auch das Anthropomorphe. Wir malen Religion auch mit unseren eigenen Zügen, weil wir uns damit auch in ihr wiederfinden können. Wir statten sie selbst aus. Das ist kein Zynismus, wenn man das einfach feststellt. Schiller hat einmal gesagt, in seinen Göttern malet sich der Mensch. Und Schleiermacher hat gesagt, der Mensch schafft das Göttliche nach eigenem Ebenbilde. Der Theologe Schleiermacher. Und natürlich wandeln Religionsbilder, sie spiegeln wieder die konkreten Ausformen von Religion, spiegeln wieder die konkrete Mannigfaltigkeit von Menschen, ihre Mentalität, ihre Art, die Welt zu sehen. Denken wir doch mal an die Griechen. Da gibt es den liebestollen Zeus, was für ein erotischer Racker. Da gibt es die eifersüchtige Hera. Da gibt's, die ist ungeheuerlich eifersüchtig, Hera, die ist ihm ständig auf den Socken. Deswegen muss er sich immer verkleiden, in andere Figuren annehmen, damit der Ehedrachen ihn nicht erkennt. Da gibt es die wunderschöne Aphrodite, die selbstbewusste Athene. Da gibt es die Jägerin Diana und den wohlgestalteten Apoll. Da gibt es Amazonen und Giganten. Sie widerspiegeln ein völlig anderes und übrigens auch ein viel heiteres Weltbild als etwa unsere christliche Geschichte von Gottestreue, von Erlösung, von Sündenfall und sehr viel Strafe. Es ist eine andere Welt. Es sind doch keine Heiden. Und die antike Vorstellung etwa vom Hades, von der Unterwelt, ist eine andere als unsere oder die ägyptische. Sie hat in der Regel nicht diese düsteren Züge, wie wir sie haben. Der Mensch, sagt Feuerbach, erfindet sich sozusagen die Wesen, die Schutzengel und den Teufel. Das sind sehr menschliche Ausstattungen von uns. Mahatma Gandhi hat einmal gesagt, Teufel und Engel gibt es nicht in der Realität. Teufel und Engel sind in unserem Innern. Da sind die dämonischen Auseinandersetzungen. Der Mensch kann nun einmal nicht über sein wahres Wesen hinaus. Er kann zwar vermittels seiner Fantasie sich Individuen angeblich höherer Art vorstellen, aber er kann sie nicht von seiner Gattung abstrahieren. Er modelliert sie aus dem Material des Menschlichen. Es sind immer aus dem menschlichen Wesens geschöpfte Bestimmungen. Bestimmungen, wie Feuerbach sagt, in denen er sich in Wirklichkeit selbst abbildet und vergegenständigt. Feuerbach sagt sinngemäß, wie der Mensch denkt, wie er gesinnt ist, so ist sein Gott. Das wissen wir übrigens auch aus der, die theologischen Seelsorger wissen das sehr genau. Unsere Gottesvorstellung, wenn wir etwa einen drohenden, strafenden Gott haben, das ist eine sehr anthropomorphe Bildung, das hat was mit unserem Elternhaus zu tun, das hat mit diesem Gott zu tun, der uns eingehämmert wurde, das hat mit unseren eigenen neurotischen und reparativen Sühnebedürfnissen zu tun. Und wenn ich etwa als Mensch ein grundlegend optimistischer Mensch war, gehalten als Kind, Urvertrauen erlebt habe, so wird meine Religiosität auch ganz anders imprägniert gefärbt sein. Sie wird heiterer, sie wird leichter, sie wird nicht kränkend sein, sondern sie wird stützend, protektiv sein. Das ist deutlich. So viel Wert der Mensch hat, so viel Wert und nicht mehr hat auch sein Gott. Das Bewusstsein Gottes, sagt Feuerbach, ist das Selbstbewusstsein des Menschen. Gott ist das offenbare Innere, das angesprochene Selbst des Menschen. Und Feuerbach mit großem Respekt vor diesem projektiven Vorgang, wie er es nennt und auffasst, sagt mit großem Respekt, die Religion ist die feierliche Enthüllung der verborgenen Schätze des Menschen, das Eingeständnis seiner innersten Gedanken, das öffentliche Bekenntnis seiner Liebesgeheimnisse. Voller Respekt, sagt er das, und nicht verächtlich. Feuerbach lehnt als materialistischer Denker, und das beschäftigt ja auch jeden von uns, Feuerbachs Position ist, die Unsterblichkeit des Menschen abzulehnen. Ich denke, es ist einfach mal wichtig, auch diese Gedankengänge wahrzunehmen, ob man sie teilt oder nicht. Auch Sartre wird später sagen, es gibt die Existenz des Menschen, in die er hineingeworfen ist, zwischen dem Punkt A, Geburt, und dem Punkt B, der Tod. Und Norbert Elias, der große jüdische Soziologe, dessen Mutter in Auschwitz ermordet wurde, Norbert Elias sagt einmal, der Tod birgt kein Geheimnis. Es gibt keine Tür zum anderen Zustand, sondern der Mensch ist das, was er gewesen ist. Das mag nicht unsere Auffassung sein, aber es ist auch eine sehr stoische und wenn man will, mehr antike Auffassung des Menschen. Feuerbach hat 1830 ein Buch geschrieben, Gedanken eines Denkers über Tod und Unsterblichkeit. Dieses Buch hat ihm ein für alle Mal den Zugang zu den deutschen Lehrstühlen verschlossen. Feuerbach hat ein Leben lang unter Berufsverbot gelebt, konnte nie eine Karriere machen. Wer damals die Religion angriff, der war erledigt. So viel auch zur Geistesfreiheit im 19. Jahrhundert. Und da sagt er,
Er sagt, ohne den Unsterblichkeitsglauben wären die meisten Religionen bankrotte Aktiengesellschaften. Das ist immer sehr interessant. Nicht alle Religionen kennen die Unsterblichkeitsgedanken. Der Buddhismus kennt ihn nicht. Er sagt, sie ist ein psychologisches Gebilde. Er lehnt die Möglichkeit eines individuellen Fortbestehens nach dem Tode ab. Goethe hat es übrigens auch abgelehnt. Er hat gesagt, wir gehen in den allgemeinen Kreislauf ein. Gedanke, dem Dr. Brucker sehr nahe steht, diesem goethischen Gedanken. Er sagt immer, was will ich wissen? Ich habe meine Schwierigkeiten mit dieser anthroposophischen Bundesfahrplan von Rudolf Steiner, der genau weiß, was in den ersten 49 Tagen im Kamaloka besteht und wo wir dann zu welchem Stern kommen und wann der Hüter der Schwelle kommt und wie wir reinkarnativ kommen. Da sagt Dr. Brucker ganz bescheiden, ich weiß es nicht. Ich weiß es nicht. Aber der goethische Gedanken, dass unser Leben ist wie die Sonne, das zwar untergeht, aber in irgendeiner Form wieder aufgeht, der beglückt mich. Feuerbach sagt, warum neigen wir dem Unsterblichkeitsglauben zu? Und das ist eine Provokation, die wir annehmen müssen, wo wir nicht einfach sagen können, das ist eine Schweinerei, das darf man nicht denken. Die Philosophie ist da, Unbequemes zu formulieren. Er sagt, hinter unserem tiefen Unsterblichkeitsglauben steckt eine ganz große Sehnsucht. Die Sehnsucht, dass wir nicht untergehen. Es ist unser Narzissmus. Es ist schwer auszuhalten, dass es mich nicht mehr gibt. Dabei hat es mich Jahrmilliarden vorher nicht gegeben. Das muss ich aushalten. Aber dass es mich nachher nicht mehr geben soll. Das heißt, er arbeitet hier mit dem Begriff der Projektion, mit dem Sehnsucht, mit der Rationalisierung. Nietzsche würde später sagen, der Intellekt ist ein Knecht des Willens. Was ich glauben will, das glaube ich auch. Und ich werde es auch mit Gründen zu belegen suchen. Er sagt, Egoismus und Eitelkeit verführen den Menschen, das Tier vollständig sterben zu lassen und sich selber nicht. Das ist ein spannender Gedankengang. Denk mal an das Buch von Eugen Drewermann über die Unsterblichkeit der Seele der Tiere, so sinngemäß heißt es. Ja? Und über die unsterbliche Seele der Tiere. Da sagt Drewermann, legt den Finger in ein Problem. Er sagt, wenn wir schon von der Behauptung gehen, einer unsterblichen Seele, warum enthalten wir sie der Kreatur vor? Mit welchem Recht eigentlich? Ist der Mensch nur, weil er kognitiv höher entwickelt ist, ist der Mensch etwas Besseres als die Kreatur? Und Drewermann geht ja so weit, eine kantische Idee zu verwenden. Er sagt, ich kann nicht beweisen und nicht behaupten, dass das Tier eine unsterbliche Seele hat. Aber, sagt Drewermann, wie wäre es, wenn wir die Tiere behandeln würden, jedes Tier, als ob es eine Seele hätte, als ob, als eine regulative Idee. Dann hörten die Schlachtereien auf. Feuerbach kritisiert auch die Wunder. Er sagt, Wunder wird es immer geben. Es gibt politische Wunder, es gibt religiöse Wunder. Alle Religionen konstellieren sich durch Wunder. Er sagt, natürlich, wir wollen an Wunder glauben und deswegen errichten wir sie auch. Und er sagt, der Geist ist nicht etwas Vorgesetztes, ob es der religiöse oder der menschliche Geist ist. Der Geist ist ein Spätprodukt der Evolution. Das erinnert etwa an die Forschungen Heumer von Ditfurth, der ein sehr kluges Buch geschrieben hat, Der Geist fiel nicht vom Himmel. Das ist wirklich lesenswert. Wo Ditfurth sagt, der Geist ist zunächst einmal einfach wie eine Drüse, wie ein menschliches Organ, eine Ausstattung, das jedes Tier hat in unterschiedlichem Grade und das immer ausgeprägter wird und der Geist eine relative Selbstständigkeit bekommt. Eine relative Selbstständigkeit. Mein Doktorvater hat einmal gesagt, wie ich sagte, ja, der Geist ist doch etwas Absolutes. Da hat er gesagt, lieber Herr Jung, trinken Sie mal 3 Flaschen Bier und dann unterhalten wir uns über die Absolutheit Ihres Geistes. Das war sehr erschlagend, wie wir vom Leiblichen abhängig sind. Ein kleines Schnäpschen, wir sehen die Dinge schon sehr verklärt. Und sagen, ich liebe dich, ich liebe. So, plötzlich sind wir in Stimmung. Ja, Feuerbach sagt, und es ist natürlich auch in die kritische Auseinandersetzung der modernen Theologie gegangen. Religiöse Gegebenheiten sind nicht auf historische Tatsachen zurückzuführen. Wenn wir uns auf historische Tatsachen verlassen, dann wird sehr schnell erschütterbar. Denken Sie mal, solche Dinge, die Jungfrauengeburt als eine historische Tatsache beweisen wollen. Das ist geradezu obszön, der Gedanke, weil dann ist man sofort sozusagen im gynäkologischen Bereich. Es ist ganz unmöglich, so eine Vorstellung. Abgesehen davon, wie Frau Heinemann immer gesagt hat, wenn die Maria zur unbefleckten Frau erhoben wird, dann heißt es ja ex negativo, alle anderen Frauen sind befleckt, sind beschädigt, sind Invaliden. Was steckt hier für ein Frauenbild drin? Also hier merkt man schon, wenn man auf solche Dinge kommt, damit lässt sich auch Religion nicht beweisen. Das ist sozusagen auch die Todesstunde der existenziellen religiösen Auffassung, wenn sie historische Krücken braucht.
Er sagt, Religion, das ist natürlich Feuerbachs Position, sie muss man anthropologisch, wir würden sagen, psychoanalytisch erklären. Hier führt der Weg zu Nietzsche, zu Freud, etwa mit seinem berühmten Aufsatz über die Religion, die Zukunft einer Illusion. Nun, Feuerbach bequemt sich nicht in der Rolle des scharfzüngigen Kritikers, der natürlich war, und er hat die gesamte Bibel von hinten bis vorn auseinandergenommen, hat den Islam untersucht, er hat die Weltreligionen untersucht, das ist ein unglaubliches religionsgeschichtliches Material, das er kritisch aufarbeitet, um seine These zu belegen, Religion ist eine Projektion des Menschen, es gibt keinen Gott. Er hat ein humanes Ziel vor Auge. Er will das Jenseits verneinen. Feuerbach zitiert einmal dieses Kirchenlied, ihr Armen im Geiste, freut euch, denn euer ist das Himmelreich. Also diese schönen Projektionen, auch wenn es euch hier dreckig geht, später nach dem Tod wird es euch mal gut gehen. Aus der Verneinung des Jenseits folgert er die Bejahung des Diesseits. Seine Religionsphilosophie mündet in die Aufforderung, unser Leben durch Menschenliebe und kulturelle Arbeit zu verbessern. An die Stelle eines quietistischen, besänftigenden, von der Welt abziehenden Glaubens soll ein tätiges Wollen treten. Und dann wird man, so Feuerbach, erkennen, dass die einem Gott zugeschriebenen Prädikate Gattungsbestimmung des Menschen sind. Liebe, Güte, Gerechtigkeit. Feuerbach sagt, Gott ist nicht, er wird durch die vereinigte Arbeit des Geschlechts. Wir verwirklichen Göttliches, wenn wir vereinigt und in Liebe zusammenhandeln. Das ist dieser Gedanke einer durch die Arbeit und die Liebe des Menschen werdenden Gottes, mit dem Feuerbach seine Religionsphilosophie schließt. Dieser Gedanke ist etwa von Dichtern wie Rilke aufgenommen worden und von Philosophen wie Max Scheler. Er sagt, es geht um das Bewusstsein der entfaltungsbedürftigen Mitmenschlichkeit, dem Gefühl der Liebe. Er sagt, wir Menschen gehören nicht nur als Rechtspersonen, als Wirtschaftspersonen zusammen, sondern wir gehören als Liebende. Im Ensemble der Zugewandtheit gehören wir zusammen. Es war ein Pathos der Liebe, der Humanität des neuen Menschen und das war das Zündende, was Feuerbachs Philosophie ausgemacht hat. In wenigen Tagen war Feuerbachs Wesen des Christentums vergriffen. Das ist nicht überall auf Freude gestoßen. Marx und Engels haben das scharf kritisiert. Ich meine, die Kritik von Engels und Marx hat ihr Recht, aber sie ist auch zu kurz gegriffen. Sie ist ambivalent. Engels sagt sehr bösartig und in Häme, aber die Liebe, ja die Liebe, also die Feuerbachsche Liebe, ist überall und immer der Zaubergott, der bei Feuerbach über alle Schwierigkeiten des praktischen Lebens hinweghelfen soll. Und das in einer Gesellschaft, die in Klassen mit diametral entgegengesetzten Interessen gespalten ist. Damit ist denn der letzte Rest ihres revolutionären Charakters aus der Philosophie verschwunden. Und es bleibt nur die alte Leier, liebet euch untereinander, fallt euch in die Arme ohne Unterschied des Geschlechts und des Standes, allgemeiner Versöhnungsdusel. Das ist eine sehr scharfe und ätzende Kritik. Sie hat sicher recht in der Begrenztheit des Feuerbachschen Denkens, der nur von der Gesellschaft, der Menschheit gesprochen hat oder nur von Arm und Reich in vagen Begriffen, dem natürlich die Begrifflichkeit, die Hegelsche Begrifflichkeit abhanden gekommen war und dem vor allem das Wesen von Marx und Engels etwa, die Klassenfrage aufzugreifen, auch die organisatorische Frage, nicht fremd, aber doch unendlich viel weiter entfernt war. Er hat ein kleinbürgerliches Leben in Bayern, im Dorf, geführt bei seiner Frau Bertha Löw und war auch weit ab vom Getriebe, hat nie einen Hochschulposten bekommen und war außerhalb des öffentlichen Lebens. Feuerbach bezahlte seine Religionskritik und sein Engagement für Geistesfreiheit mit lebenslänglichem Berufsverbot. Er hielt an keiner Universität eine Professur. Er war existenzruiniert. Feuerbach war politisch freisinnig. Seine Religionskritik ist nicht nur eine Privatgeschichte. Er sagt, der Atheismus ist liberal, freigebig, freisinnig. Der Staatsbürger soll nur das glauben, was vernünftig ist. Zitat, ich gebe keinen Pfifferling für politische Freiheit, wenn ich ein Sklave meiner religiösen Einbildungen und Vorurteile bin. Wir dürfen nicht vergessen, das ist in einem Jahrhundert geschrieben, wo die beiden Amtskirchen die soziale Frage sträflich vernachlässigt haben. Sträflich. Da war noch kein Kolping da, da gab es noch keinen Leo den XI., da gab es noch keine protestantische Hinwendung zu den Arbeitern und da war die Kirche auf eindeutig reaktionären Positionen. Als freier Schriftsteller lebte Feuerbach bei Ansbach mit seiner Frau Bertha Löw. Sie war Mitbesitzerin einer Porzellanfabrik und das ließ Feuerbach größtenteils seines Lebens, gab es ihm die ökonomische Grundlage. Seine Frau Bertha Löwe war freigeistig und eine starkgeistige, großartige Frau.
Nach einem entsagungsreichen Arbeitsleben lernte der alternde Feuerbach auch noch die Not kennen. Der Bankrott der Porzellanfabrik brachte ihn Armut. Er dachte daran, nach Amerika auszuwandern. Das waren die deutschen Verhältnisse. Europa sei ein Gefängnis. Er ließ sich am Schluss in Rechenberg bei Nürnberg nieder und verbrachte dort in Einsamkeit seine letzten Lebensjahre. Um ihn ist es ruhig geworden. Aber Herr Feuerbach war nicht nur Privatier. 1868 hat er das Kapital von Karl Marx gelesen. 1870, mit 66 Jahren, ist dieser bürgerliche Privatgelehrte der Sozialdemokratischen Arbeiterpartei beigetreten, einer revolutionären Partei. Und das gehört auch zur Tapferkeit und zum Mut dieses Lebens. Und als er 1872 starb, folgten die Nürnberger Arbeiter seinem Leichenzug und seinem Sarg. Das muss man also auch wissen. Von dort bis August Bebel und bis zur Geschichte hin zu Willy Brandt gibt es einen weiten Bogen. Nun, ich komme zum Ende, dem dritten Punkt, die Provokation Feuerbach, was Feuerbach uns hinterlassen hat. Eugen Trevermann schreibt in seinem dritten Band Glauben in Freiheit, der Band hat den Titel Der sechste Tag, die Herkunft des Menschen und die Frage nach Gott, ist gerade letzte Woche rausgekommen, da schreibt Eugen Trevermann: Theologisch kommen wir an Ludwig Feuerbach, das Wesen des Christentums, nicht vorbei. Es lässt sich nicht leugnen, dass er die Inhalte der Religion als erstes als eine Beschreibung menschlichen Selbstverständnisses zu interpretieren sind. Alle Theologie enthält als erstes eine projektive Psychologie und ihre Symbole beschreiben nicht sowohl das Wesen der Göttheit, als vielmehr jenes Bündel von Motiven und Anschauungen, die der Mensch zu einer bestimmten Zeit seiner Geschichte für sich selber als wesentlich ansieht. In die Gottheit verlagert werden diese Inhalte nur, um sie als weltentrückt und damit als unangreifbar erscheinen zu lassen. So das Fazit von Eugen Trevermann. Wir stehen heute vor einer der überhaupt schwersten Krise der Amtskirchen seit ihrem Entstehen. Der Spiegel hat in einem Leitartikel mit dem makabren Titel »Jesus allein zu Haus, Glauben ohne Kirche« an Jesus, der am Abendmahl sitzt und alle Jünger laufen weg. Jesus allein zu Haus, Glauben ohne Kirche, hat er den Zustand, den gegenwärtigen, so bilanziert. Die Kirchen, die jahrzehntelang die Gesellschaft der Republik geprägt haben, droht der Absturz in die Bedeutungslosigkeit. Die Gläubigen laufen ihn weg, in der Gesellschaft spielen christliche Werte eine immer geringere Rolle. Hier heißt es, der Untergang der DDR hat die Christenkrise deutlich verschärft. In den neuen Ländern gehören nur 4 von 15,5 Millionen Bewohnern einer der beiden Kirchen an. Dank der Wiedervereinigung sackte der Konfessionsanteil in Gesamtdeutschland von 84% auf 67%. Das sind einschneidende Vorgänge, auf die wir uns einstellen müssen, die den Kirchen eine andere Rolle geben und in der wir uns, auch jeder Einzelne von uns, neu konstellieren. Der Spiegel: In Wahrheit ist die Abwendung von den Kirchen noch weit heftiger. Die Mehrheit der Gläubigen steht in wachsender Distanz zur eigenen Institution, der sie vielleicht nur noch aus Trägheit oder Tradition angehören. Und im Gegenzug, schreibt der Spiegel, der Psycho- und Esoterikmarkt boomt, der jährliche Umsatz der Branche wird auf knapp 20 Milliarden geschätzt. Wenn ihr heute in eine normale Buchhandlung kommt, ist der Esoterikanteil weit höher als der Bereich der Theologie, von der Philosophie ganz zu schweigen. Hat mich am Anfang sehr gekränkt, wenn ich das gesehen habe. Der Spiegel schreibt, noch nie seit Gründung der Bundesrepublik war der politische und gesellschaftliche Einfluss der Kirchen so gering wie heute. Und weiter. Bei den Katholiken gab es 1976 noch 8,7 Millionen Kirchgänger. 76. 1996, 20 Jahre später, waren es nur noch 4,9, fast die Hälfte. Das sind Millionen, das sind gerade noch 18%. Oder ließen sich 1976 in Deutsch-West noch 135.000 katholische Ehepaare und 100.000 evangelische Paare kirchlich trauen, waren es im vergangenen Jahr im vereinten Deutschland nur noch 79.000 katholische Paare statt 135.000 und beziehungsweise 85.000 statt 100.000 evangelische Paare. In Berlin wird nur noch jedes vierte Kind getauft. Das sind Entwicklungen. Ich denke, das kann einem nicht gleichgültig lassen, die Entwicklung. Es gibt keinen Grund für Häme. Zweifellos wird sich die Kirche zu einem Diaspora-Status entwickeln. Da sind sich Theologen wie der Kardinal Ratzinger und wie führende protestantische Theologen absolut einig. Sie wird eine Diaspora-Kirche werden. Vielleicht schrumpft sie sich dabei gesund. Trotzdem,
Ob wir gläubig sind oder ungläubig, uns kann nicht gleichgültig sein, ob in den Kirchen eine gute Luft herrscht, eine demokratische, eine lebenszugewandte, eine liebende oder ob sie Gefängnisse der Muffigkeit und der Bevormundung sind. Das hat viel mit der kollektiven Seelenkultur und mit unserer Befindlichkeit zu tun. Und ich denke, die Kirchen verwalten ein Erbe, das kostbar genug ist. Und ich möchte mich anschließen der grünen Bundestagsabgeordneten Antje Vollmer, die auch Pastorin war in ihrem Zivilberuf. Die Deutschen, ein Kulturvolk, haben noch gar nicht begriffen, dass ihnen gerade eine Wurzel ihrer Kultur wegbricht. Und der Spiegel schreibt, sie macht sich große Sorgen, Zitat, wer denn überhaupt noch als Träger und Interpret gewisser Traditionen und Kulturen zur Verfügung steht. Was werden meine Enkel noch erfahren, wenn es keine Vermittlung und Weitergabe spiritueller Erfahrung, keine lebendigen Kirchen und keine Geschichten mehr gibt? Von dort her ist die Erneuerung der Kirchen, sozusagen der Kirche von unten, ein Anliegen für die, die in der Kirche sind, aber auch für die, die draußen stehen. Und eines ist in dem Zusammenhang aber auch klar, das hat die berühmte EKD-Mitgliedschaftsstudie vom letzten Jahr ergeben. Darüber schreibt die FAZ folgendes Resümee. Kirchliche Amtsträger werden nicht schulmeisterlich und entmündigend vorgehen können, sondern sich auf die faktische Religiosität, so merkwürdig sie sich auch zusammensetzt, einzulassen haben. Mit der Vormundschaft ist es vorbei, dass sie die Kirchenoberen gut beraten, ihren Kurs zu ändern. Nun, was hat Feuerbach der Theologie der Kirche an Besinnung gebracht? Helmut Gollwitzer, der große, zornige alte Mann der evangelischen Kirche, in den letzten Jahren verstorben, hat 1975 bereits ein Buch geschrieben, die marxistische Religionskritik und der christliche Glaube. Und da arbeitet er dezidiert 7 Anstöße durch Feuerbach heraus. Einmal sagt er, Feuerbach ist eine Mahnung, auf falsche Vertröstungen durch Religion zu verzichten. Er zitiert Feuerbach, je leerer das Leben, desto voller, desto konkreter ist Gott. Die Entleerung der wirklichen Welt und die Erfüllung der Gottheit ist ein Akt. Nur der arme Mensch hat einen reichen Gott. Da schreibt Gollwitzer, wie weit hier Beobachtung von Entartungserscheinungen des religiösen Lebens mitwirkt, ist eine Frage, die von Theologen selbstkritisch zu stellen ist. Das ist so die Formulierung, die Marx dann gebraucht hat, Religion ist Opium des Volkes oder Religion ist Opium für das Volk. Oder wie Karl-Heinz Deschner, der Kirchenkritiker, einmal schneidend sagt, Religionen sind Fertighäuser für arme Seelen. Das sollten sie nicht sein und sie sollten nicht Opiate, Narkotika sein. Das tut der Religion nicht gut und dem Menschen nicht gut. Zweitens, sagt Gollwitzer, hat uns Feuerbach gebracht die Entdeckung des Du. Erinnert euch, Descartes sagt cogito ergo sum. Ich denke, also bin ich, da ist vom anderen überhaupt keine Rede. Fichte setzt eine Philosophie des Ichs. Bei Kant sehr stark immer wieder das transzendentale Bewusstsein in das Ich. Feuerbach setzt auf das mitmenschliche Du. Und kein geringerer als Martin Buber hat es einmal erwähnt. Er sagt in seinem Buch Das Problem des Menschen, Feuerbach hat jene Du-Entdeckung eingeleitet, die man die kopernikanische Tat des modernen Denkens genannt hat. Das genauso folgenschwer ist wie die Ich-Entdeckung des Idealismus und zu einem zweiten Neuanfang des europäischen Denkens führen muss, das über den ersten kartesianischen Einsatz der neueren Philosophie hinausweist. Mir selbst hat Feuerbach in meiner Jugend die entscheidende Anregung gegeben. Ich bin nicht allein, es gibt immer ein Du, ein haltendes Du, ein Du, dem ich verpflichtet bin, in dem ich mich widerspiegle, in dem ich selbst Identität gewinne. Wir sind im dialogischen Verhältnis in der Welt und nicht in einem Monolog. Dritter Punkt. Religion bei Feuerbach als Selbstaussprache des Menschen. Und es ist nicht die Frage, ob wahr oder falsch, sondern es ist die Frage, was gewinne ich, wenn ich meine religiöse Sehweise analysiere, wenn ich sie fühle, was gewinne ich über mich selbst. Die große Leistung Feuerbachs, schreibt Gollwitzer, war es, die Religionen als Selbstaussprache des Menschen ausgewiesen zu haben. Mit großer Energiebeharrlichkeit und psychologischer Einfühlung. Die Frage, die durch Feuerbach der Theologie gestellt ist, ist in unserem Jahrhundert von Karl Barth ernst genommen worden. Weiter. Feuerbach arbeitet ganz deutlich heraus, dass, oder durch Feuerbach ist zu schließen für die Theologie, dass der Glaube eine Wesensart, ein Existenzial des Menschen sui generis, eigener Art ist.
Die Kirche, sagt Gollwitzer, kann der Feuerbachschen Religionskritik nur entgegentreten mit der Verwegenheit, mit der sie sich zur Offenbarung bekennt und deren Eigenheiten aufzeigt, weil nur das Wort der Offenbarung selbst den Realitätsbeweis für sich selbst in der den Hörer treffenden Anrede führen kann. Mit anderen Worten, der Glaube ist schlecht beraten, wenn er versucht, sich naturwissenschaftlich zu begründen. Es bleibt bei dem Wort Credo quia absurdum ist. Ich glaube, obgleich aller Anschein dagegen spricht, obgleich es unvernünftig scheint. Der Glauben ist eine Qualität für sich. Da hat Feuerbach einfach eine Linie gesetzt. Man kann nicht hinter Feuerbach zurück und mit zweifelhaften, etwa wie es in manchen fundamentalistischen Strömungen gemacht wird, die nun die Evangelien in einer ungeheuerlichen Wörtlichkeit radikalisieren. Denkt an die Zeugen Jehovas und so, bei all ihrem hochherzigen Einsatz. Aber so kann man Religion nicht wahrnehmen. Fünftens, die Kirche nach Feuerbach ist eine Diaspora-Kirche. Das sagt Gollwitzer sehr kritische Worte. Er sagt, jetzt werden die Konsequenzen gezogen aus dem lange schon vorhandenen Atheismus der Naturwissenschaftler, Historiker, Psychologen und Soziologen, aus dem Materialismus der kapitalistischen Wirtschaft, aus der Einflusslosigkeit des Christentums, aus Fabrikation, Kommerz und Politik, aus der schizophrenen Spaltung des Menschen in einen Alltagsheiden und einen Sonntagschristen, aus der Nichtdurchführung christlicher Soziallehren und mit der faktischen Entkirchlichung der breiten Massen. Damit bricht das bisherige kirchliche Sicherheitsgefühl zusammen, das sich immer wieder beruhigt hatte mit der festen Verankerung der christlichen Sitte im Volk und mit der Schätzung des Christentums wenigstens als Kultur- und Gemütsfaktor bei den Nichtpraktizierenden und das darum auf Respekt und Privilegierung unentwegt Anspruch erhob. Er sagt, die Kirche muss annehmen, dass die Welt sie nicht mehr hinnimmt. Gerade indem die Welt das nicht mehr tut, nimmt sie die Kirche neu ernst. Oder ist wenigstens die Aussicht gegeben, dass sie sie neu ernst nehmen wird. An eine Kirche, an die wir kritische Fragen stellen, die nehmen wir ernst. Sonst machen wir so und sagen, das ist ohnehin ein alter Hut. Und er sagt, dass sich die Erkenntnis der Notwendigkeit solcher geistlicher Reaktion in den christlichen Kreisen schon durchgesetzt habe, kann leider nicht behauptet werden. Was in den offiziellen Erklärungen, Kanzeläußerungen und in der kirchlichen Presse quer durch die Konfessionen hindurch sich kundtut, ist weithin nur die unbußfertige Reaktion des Fleisches. Ebenso steht es mit einer ausreichenden Neubesinnung hinsichtlich der sozialen Probleme in ihrer heutigen globalen Dimension. Man stelle sich mal vor, eine Papstenzyklika gegen den Missbrauch der Kreatur, gegen Tierversuche und was wir eine ungeheuerliche Unterstützung hätten und wir warten so vergeblich auf solche Worte. Sechstens sagt Sechstes, und ich komme bald zum Ende, das Ende des Bündnisses von Thron und Altar. Gollwitzer fordert für das Christentum im Besonderen macht Feuerbachs Religionskritik aufmerksam auf den in den verschiedenen Epochen der Kirchengeschichte immer wieder zu beobachtenden Übergang von der kritischen Distanz der christlichen Verkündigung zum Bestehenden zu einer ideologischen Unterstützung des Bestehenden. Denken wir mal etwa wie Papst Johannes Paul II. Und die vatikanische Politik, die lateinamerikanische Befreiungstheologie eines Priesters wie Leonardo Boff oder Ernesto Cardinals verfolgt hat und im Kern wirklich ausgerottet hat und den sozialen Auftrag dort einfach hohn spricht. Nietzsche hat einmal gesagt, absolute Regierung und sorgsame Erhaltung der Religion gehen notwendig miteinander. Die große Chance, denke ich, liegt mit Gollwitzer zu sprechen, dass sich die Kirche an die Seite der Erniedrigten und Beleidigten stellt und nicht auf die Seite der Herrschenden. Siebtens, die Naturwissenschaft, sagt Gollwitzer, ist seit Feuerbach kein Verbündeter der Theologie. Man wird sich darüber klar sein müssen, dass man mit der traditionellen Ansiedlung des Gottesgedankens in den Lücken der Naturwissenschaft, mit der Behauptung der Unentbehrlichkeit des Gottesgedanken für die Welterklärung, mit irgendwelchen Abwandlungen der alten Gottesbeweise nicht mehr durchkommen wird. Das ist auch das Fazit von Trevermann in seinem neuen Buch. Er sagt, Religion ist ein existenzieller Sachverhalt und er ist nicht beweisbar im Sinn äußerer Dinglichkeit. Nietzsche sagt einmal, Religion und wirkliche Wissenschaft leben auf verschiedenen Sternen. Da sollen sie auch bleiben. Ich ende damit zurück zu Feuerbach. Er bleibt ein Stachel im Körper unseres vielbeschworenen christlichen Abendlandes. Und mit Feuerbach müssen wir es auch respektvoll zur Kenntnis nehmen. Es gibt auch eine säkulare, eine atheistische Ethik jenseits von Christentum, Judentum und Islam. Der Berliner Lyriker und Humanist Heinz Kalau hat diese dezidiert irdische Sicht in seinem Gesicht kein Gott in die Sphäre des 20. Jahrhunderts transponiert.
Sein Gedicht ist hart und ungemütlich. Das Jahrhundert der Konzentrationslager, das Jahrhundert von Hiroshima, das Jahrhundert des Kommunismus und des wölfischen Kapitalismus reflektierend. Philosophisch gesehen ist dieses Gedicht materialistisch-existenzialistisch. Wie kaum ein anderer Dichter registriert der Atheist Kalau die Janusköpfigkeit der Welt, ihre Grausamkeit und ihre Schönheit, die Unmenschen und die Menschen, die kleinen Gewissheiten und die großen Zweifel. In einer siebenköpfigen Fuge schreibt er: Kein Gott. Ich lebe jetzt, mein Tod ist zu erwarten. Danach vergehe ich so schnell wie Gras. Von mir bleibt nur, was andere verwenden zu ihrem Nutzen und zu ihrem Spaß. Gedanken, Verse, ein paar Gegenstände, durch mich entstanden, bleiben in der Welt. Für eine Weile kann man sie noch brauchen, bis das, was keinem nützlich ist, zerfällt. Zweitens, ich habe keinen Gott. Für alle Taten, die ich begehe, muss ich Täter sein. Kein Weltenrichter wartet, mich zu strafen. Für jeden Irrtum stehe ich selber ein. Ich habe keinen Vater, der mich tröstet. Es gibt kein Wort, das unumstößlich ist. Mich stützt kein Glaube. Keine weise Fügung besitzt ein Maß, das meinen Nutzen misst. Ich denke selbst. Ich habe keine Rettung vor meinen Zweifeln, wenn die Furcht mich schreckt. Ich habe die Grenzen meiner Höhen und Tiefen in meinen eigenen Träumen abgesteckt. Drittens. Ich hänge ab von der Natur, von Menschen, von allen Kräften für und gegen mich. Die Welt, in der ich bin, ist gut und böse. Doch weiß ich, alles um mich ändert sich. Nichts bleibt sich gleich. Wer wagt, sich einzurichten, der richtet sich für Augenblicke ein. In einer Welt, bestehend aus Bewegung, da kann ich selber nur Bewegung sein. Viertens. Ich fürchte Menschen. Was sind Eis, was Fluten, was Pest und Feuer gegen die Gewalt des Untiers Mensch? Die Schreie seiner Opfer sind, seit es Menschen gibt, noch nie verhallt. Ich liebe Menschen, mehr als alle Tiere. Sie suchen unaufhörlich einen Sinn für ihr Vorhandensein, verstrickt im Irrtum. Es macht mich froh, dass ich beteiligt bin. Fünftens, ich bin allein. Für kurze Augenblicke bin ich Geliebter, Bruder oder Freund, um eine Arbeit, eine Lust zu machen, wenn sich ein Weg mit meinem Weg vereint. Auf dieser Erde leben Ungezählte, aus denen gleiche Furcht und Hoffnung spricht. Ich weiß um sie. In glücklichen Sekunden sehe ich mitunter einem ins Gesicht. Sechstens. Da ist kein Mensch und keine Macht vorhanden, nichts, das mich ganz für sich gewinnen kann. Ich füge mich der Stärke und der Schwäche. Nur wer mich tötet, hält mein Suchen an. Ich bin missbrauchbar. Ich bin zu gebrauchen, denn ich muss sein und suche meinen Wert. Ich will mich nähren, ich muss mich behausen und über Preise wurde ich belehrt. Siebtens, solange ich lebe, arbeite und liebe, solange sich mein Geist, mein Blut noch regt, bin ich dem Wesen meiner Zeit verhaftet, denn mich bewegt, was meine Zeit bewegt. Ich denke noch und bin noch zu belehren. Ich suche zweifelnd weiter nach dem Sinn, der uns zu Menschen macht. Wer will mich hindern, die Welt zu lieben, bis ich nicht mehr bin? Das ist eine dezidiert säkulare Sichtweise, die werden viele nicht teilen. Viele wird es hier geben, die halten es für sich eher mit dem Protestanten und Widerstandskämpfer Dietrich Bonhoeffer, der noch am Jahresende 1944 in der Todeszelle der Nazis als Angehöriger der Bekennenden Kirche eine ganz andere Sicht entwickelte. Ich will nur einen einzigen Reim aus diesem wunderschönen Gedicht zitieren. Von guten Mächten, wundervoll geborgen, erwarten wir getrost, was kommen mag. Gott ist mit uns am Abend und am Morgen und ganz gewiss an jedem neuen Tag. Welche Würde in beiden Aussagen. Und Feuerbach, Drewermann, hat uns hier etwas Kostbares auf den Weg mitgegeben in seinem neuen Buch. Da schreibt er: 150 Jahre nach Feuerbach darf die Religion nicht länger mehr zur Vermenschlichung Gottes und zur Verunmenschlichung des Menschen missbraucht werden. Sie muss endlich der Göttlichkeit Gottes und der Menschlichkeit des Menschen dienstbar sein. Gerade theologisch bleibt uns nichts anderes übrig, als all den möglichen Gründen im Menschen nachzugehen, die uns hindern, die einfache Botschaft Jesu zu leben. Eine Theologie in Anführungszeichen ist zu erstellen, die im Verein mit allen uns heute zur Verfügung stehenden anthropologischen Wissenschaften imstande ist,
nach dem Vorbild der Botschaft Jesu die Gründe menschlicher Deformation aufzuklären und sie in der Haltung eines tieferen Vertrauens, wie er sie uns lehrte, durch konkrete Alternativen zu überwinden. Wie immer auch, der Stachel Feuerbach schmerzt im Fleisch von Gläubigen und Ungläubigen. Hören wir auf, uns gegenseitig mit unseren Meinungen zu zerfleischen. Viel wichtiger ist angesagt der Kampf um soziale Gerechtigkeit, 5 Millionen Arbeitslose, der Kampf um dieses große Geschenk, unseren schönen blauen Planeten, damit wir ihn wieder erhalten. Und ich möchte vorschlagen, dass wir uns, wo immer wir weltanschaulich stehen, dass wir uns auf einen Satz des großen Humanisten Ludwig Feuerbach einigen, der einmal sagte: Wenn wir nicht mehr ein besseres Leben glauben, sondern wollen, aber nicht vereinzelt, sondern mit vereinten Kräften wollen, so werden wir auch ein besseres Leben schaffen. Danke für eure Geduld.